Ruben von Zwo After Hours. Ich stehe hier am Campingplatz La Rocca in der Nähe von Bardolino am Gardasee. Wir sind hier seit 2 Tagen, seit grünen Donnerstag. Heute ist Ostersamstag 2022. Nein, wir haben immer noch kein Van. Deswegen sind wir hier in einer Mobilunterkunft, Mobilheim. Maxi-Karawan wird das hier genannt. Nichtsdestotrotz gucken wir uns den Campingplatz jetzt gemeinsam mal an. Der liegt direkt am Gardasee, hat viele verschiedene Stellplätze und ja, gehen wir einfach mal durch. Natürlich am Eingang hier zur rechten Seite die Rezeption bzw. Anmeldung und schon geht's rein, ein Stückchen bergabwärts Richtung See. Der Campingplatz La Rocca ist terrassenförmig angelegt. Man kann hier sehen, dass verschiedenste Fahrzeuge auf diesem Campingplatz stehen, vom Wohnwagen über normale Wohnmobile bis hin zu den Linern ist alles stellbar und möglich. Es gibt verschiedene Seitenstraßen, wo die Stellplätze, wie schon gesagt, terrassenförmig, terrassenartig angeordnet sind. Hier kommt jetzt auch gleich ein Blick auf einen Stellplatz auf der linken Seite. Da gucken wir jetzt auch gleich mal drauf. Die Stellplätze haben alle Strom und zum Teil auch Wasseranschluss direkt am Platz. Von der Größe her, wie an dem Carthago-Modell auch zu sehen, hier gerade groß genug, um jede Art von Wohnmobil zu stellen, zu parken. Man parkt hier eher seitlich mit Blick in Richtung Gardasee. Hier nochmal der Überblick über die terrassenartige Anordnung des Campingplatzes, sodass man im Prinzip von jeder Seitenstraße aus guten Blick hat nach unten in Richtung See oder umgekehrt hier auch nach oben in Richtung Berg, über dem dann auch früh morgens die Sonne aufgeht. Geht es hier weiter durch die Straßen, durch die einzelnen Straßen. Vorzelte sind auch stellbar hier. Hier war jetzt ein Platz, wo man eher rückwärts einparkt und nicht seitlich. Wie hier auch an diesem Wohnwagen nochmal zu sehen, geht es hier durch die einzelnen Straßen, sodass ein guter Überblick da ist für alle, die mit unterschiedlichen Fahrzeugen unterwegs sind. Hier zum Beispiel auch ein besonderes Fahrzeug, ein umgebauter Steyr, eher ein Überlandfahrzeug. Sehr sehenswert, deswegen habe ich ihn auch gefilmt. Und dann nochmal der Blick über die eher normalen Wohnmobile, die hier auf La Rocca geparkt waren. Soweit also der allgemeine Überblick über die Stellplätze und die abgestellten Fahrzeuge. Geht es weiter in den allgemeinen Bereich, hier der Einkaufs- und Shoppingbereich mit Supermarkt, Fahrradverleih, Weinladen etc. Hier auch das Lokal, das zum Campingplatz gehört, mit sehr gutem Essen. Von dort aus schon der Blick über die Terrasse in Richtung Pool und dem neueren der beiden Toilettenhäuser hier kurz auf der linken Seite zu sehen. Hier der Pool, früh morgens natürlich noch abgedeckt. Viele Liegestühle, viele Sonnenschirme, viel Platz. Kann sehr gut genutzt werden, ist meines Wissens sogar beheizt. Und vom Pool aus hier jetzt rechts, gleich wieder in der nächsten Einstellung auf der linken Seite, geht es weiter in Richtung der Toiletten und auch des Fitnessraums. Gleich kommt nochmal ein Blick auf die Terrasse des Restaurants. Und von dort aus sieht man dann auch das kleine Theater, das kleine Atrium, muss man sagen, in dem dann auch Shows geboten werden, wenn sie denn dann geboten werden. Jetzt zu unserem Besuchszeitpunkt Ostern 2022 war das nicht der Fall, deswegen ist es hier noch relativ leer.
allgemeine Teil. Jetzt werfen wir einen Blick in das neuere der beiden Sanitärgebäude. Hier der Waschbereich zu sehen mit Waschmaschinen und Trockner. Das Sanitärgebäude ist sehr weitläufig, sehr modern, sehr sauber, mit abgetrennten Toiletten, sogar mit Privatbädern, die dazu gebucht werden können, und natürlich hier zur rechten und zur linken einzeln abtrennbare Duschen mit jeweils vorgelagertem Platz für Kleidung und sonstige Accessoires. Hier die angesprochenen Privatbäder sind natürlich verschlossen, können nicht gefilmt werden. Und jetzt noch gleich ein Blick in die Toiletten, auch sehr sauber, ebenfalls sehr modern. Alles sehr, sehr gut zu nutzen. Das gleiche gibt es dann natürlich auch noch für die Kids, separat, schön in Blau, gut für die Kinder angelegt. Jetzt noch zum Blick zum zweiten Sanitärgebäude. Es ist das ältere der beiden Gebäude. Direkt daneben befindet sich die Entsorgungsstation für die Fahrzeuge. Da gibt es tatsächlich nur eine auf La Rocca. Sehr gut zu nutzen und natürlich auch eine Entsorgungsstation für den normalen Müll. Schneller Blick in das Fitnessstudio auf La Rocca und schon geht es auch zum besseren Teil der Fitness, nämlich hinaus am unteren Teil direkt an den Gardasee. Das war ja jetzt also unser kleiner Rundgang hier durch den Campingplatz La Rocca in der Nähe von Bardolino am Gardasee. Ein sehr schöner Campingplatz, viele unterschiedliche Stellplätze für die unterschiedlichsten Fahrzeuge, schöne Poolanlage, schöne Sanitäranlagen, alles da, was man braucht. Dafür also Daumen hoch für diesen Campingplatz La Rocca hier am Gardasee. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann bleibt hier dabei, lasst uns einen Daumen hoch da, abonniert unseren Kanal kostenlos. Sobald unser Van dann endlich da ist, gibt es auch wieder verschiedene Videos zu Campingplätzen, zu unseren Reisen mit dem Wohnmobil und was wir sonst noch so alles treiben. Bleibt dabei, bis bald, euer Ruben von Zwo auf der Ruas. Im zweiten Teil dieses Videos schauen wir uns den oberen Teil vom La Rocca Camping an. Der obere Teil meint oberhalb von der Hauptverkehrsstraße Gardesana. Unterhalb ist der Bereich mit den Wohnwegen und Wohnmobilen. Und hier oben ist eben der Bereich mit den Mobilheimen, Maxi-Caravans, Zelten und sonstigen festen Wohneinheiten. Ja, vorbei an der Müllentsorgungsstation geht es dann auch schon vorbei an dem Sanitärhaus, das hier zum oberen Teil des La Rocca Camping gehört. Auch noch ein eher älteres Gebäude. Folgt dann gleich der Blick hinein. Auch hier jeweils mit Waschmaschine und Trockner sind die Sanitäranlagen hier eher einfach gehalten. Jetzt folgt ein Überblick über die verschiedenen Arten der Mobilheime hier auf dem Camping La Rocca. Wie man sehen kann, geht es von Holzhäusern über Blechhäuser bis hin zu diesen eher Luxus-Clamping-Zelten in unterschiedlichen Größen. Guckt es euch an, ich lasse euch ganz kurz alleine damit mit den Bildern. Dieser Bereich verfügt über eine große Poolanlage mit wunderschöner Aussicht direkt auf den Gardasee. Für Spiel und Spaß ist ebenfalls ausreichend gesorgt. Es gibt einen abgezäunten Fußballplatz, ein Beachvolleyballfeld und darüber hinaus natürlich auch noch ein separater Spielplatz für die kleineren Kinder.
wie auf den Bildern gut zu sehen ist, ist alles sehr sauber, sehr ordentlich, sehr gut gepflegt hier auf dem oberen Teil des Campingplatzes La Roca. Die Wege sind gut zu gehen, es liegt nirgends irgendetwas herum, es ist sehr, sehr gut gepflegt, sehr, sehr ordentlich und wie gesagt, überall sehr, sehr sauber. Videos gucken wir uns jetzt den von uns konkret genutzten Maxi-Karawan an. Der hieß Roca Lux, war rund 30 Quadratmeter groß, wie hier zu sehen, mit einer großen und weitläufigen Terrasse, mit Sitzgelegenheit, kleinem Kindertisch und zwei Liegestühlen ausgestattet. Im Innern des Roca Lux ist zu sehen, dass der Maxi-Karawan aus einem größeren Wohn-Ess-Bereich besteht. Hier rechts dann auch schon das erste Badezimmer, das kleinere der beiden Badezimmer. Beide Badezimmer sind mit Toilette, Waschbecken und Dusche ausgestattet, so wie man es hier auch sehen kann. Der nächste Blick zeigt eines der beiden Schlafzimmer. Hier mit zwei Einzelbetten ausgestattet, kann zum Beispiel gut für Kinder genutzt werden. Hier nochmal der Blick in den Essbereich Küche und abschließend hier nochmal der Blick in das Elternschlafzimmer in Anführungszeichen. In Verlängerung dazu auch nochmal ein Bad mit Toilette. Sehr, sehr gut nutzbar, perfekt für uns.